Meine Damen und Herren, in 3 Sendungen, heute, in 14 Tagen und in 4 Wochen, wird Jürgen Uhde verschiedene Aufnahmen von Mozarts Klavierkonzert F-Dur, Köchelverzeichnis 459, einander gegenüberstellen. Das Wort hat Jürgen Uhde. Meine Zuhörer, das Mozartsche F-Dur Klavierkonzert stammt aus dem Jahr 1784 und gehört mit 2 anderen Konzerten zu den zunächst nicht veröffentlichten Werken. Mozart behielt sie für besondere Gelegenheiten zurück. Eine solche bot sich dann am 15. Oktober 1790 in Frankfurt, anlässlich der Kaiserkrönung Leopolds II., wo Mozart selber das D-Dur-Konzert, das sogenannte Krönungskonzert, und dieses in F-Dur spielte, das diesen Beinamen füglich mit gleichem Recht verdienen würde. Diese Akademie, wie man Konzerte in dieser Zeit nannte, war, nach Mozarts Bericht an Konstanze, ein zwiespältiger Erfolg, nämlich von Seiten der Ehre herrlich, aber in Betreff des Geldes mager ausgefallen. Denn es gab zum Unglück ein Großdejeuner bei einem Fürsten und großes Manöver von den hessischen Truppen. So war alle Tage meines Hierseins immer Verhinderung. Mozart fügt in einer Nachschrift noch hinzu, als ich die vorige Seite schrieb, fiel mir auch manche Träne aufs Papier. Hören Sie zunächst nun den ersten Satz des F-Dur-Konzerts, das Allegro von Köchelverzeichnis 459. Der Solist Rudolf Serkin wird vom London Symphony Orchestra unter Claudio Abbado begleitet. Thank you.
Das war der erste Satz des F-Dur-Konzerts von Mozart mit dem Solisten Rudolf Serkin, dem London Symphonieorchester unter Claudio Abbado. Ungewöhnlich eindeutig, strahlend, der hellen Seite der Schöpfung zugewandt, wie der Theologe Karl Barth sagen würde, wirkt diese Musik. Und doch sieht sich ein Interpret auch hier wieder vor grundsätzliche Fragen gestellt. Ein Ausdruck, der sich nur sonnt, sich selber gefällt, seiner selbst gewiss ist, wie es in diesem Satz doch so nahe liegt, bleibt immer dem unterlegen, der nur im Vergehen aufleuchtet, der, indem er die Schönheit präsentiert, sie doch auch schon verloren gibt. Gerade in solchem Ausdruck des Übergangs teilt sich ja jene Doppeldeutigkeit mit, die dem musikalisch-mimetischen Charakter überhaupt eignet. Die Glücksempfindung der Freiheit von den natürlichen und gesellschaftlichen Zwängen und zugleich die Trauer, dass die Sehnsucht danach nie zu ihrem Ziel kommt. Seligkeit der Harmonie und zugleich doch der Zug von Schwermut, dass diese Harmonie nur flüchtiger Vorschein ist. Aber auch umgekehrt, es gibt in der Musik, zumal der Mozarts, keine Trauer, die nicht, aus wie großer Ferne auch immer, auf ihren Gegenpol hinwiese. Derart schwebt, transzendiert jeder authentische Ausdruck zwischen den Polen von Jubilation und Klage. Mithin wäre hier wieder fast Unmögliches zu fordern, nämlich den Charakter höchst bestimmt hier und jetzt, so und nicht anders, jeweils zu treffen und ihm dennoch seine Transzendenz zu bewahren, ihn nicht zu verdinglichen, sondern gleichsam nur flüchtig aufleuchten zu lassen. Ich hörte im Ganzen 12 Interpretationen mit den Pianisten Haskell, Brendel, Rudolf Serkin und Peter Serkin, Barenboim, Hepzibah Menuhin, La Rocha, Ashkenazi und Pollini, Eschenbach, Bilson auf dem Hammerklavier und Gesa Ander. Wie sich denken lässt, ist bei solcher Prominenz fast nirgends ein Stäubchen zu entdecken, was das Pianistische anbelangt. Man ist geradezu dankbar, wenn bei Clara Haskell einmal winzige Streiftönchen zu hören sind. Aber die Perfektion erstreckt sich ja nicht nur hierauf, sondern gewiss auch auf das, was man den guten Geschmack nennen könnte. Und weiter, jeder dieser Pianisten hat vermutlich doch eine sehr präzise Vorstellung davon, was Mozarts Stil genannt werden könnte. Aber wer trifft nun eigentlich hier das ganz Besondere dieses Stücks, dieses Allegros, dieses Hauptthemas? Lässt sich das überhaupt an kurzen Beispielen bei den doch recht ähnlichen Darstellungen dartun? Wir müssen, um die Antwort zu finden, hier hörend experimentieren. Beginnen wir mit einer Aufnahme Christoph Eschenbachs mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter Wilhelm Brückner Rüggeberg. Wir setzen jedes Mal kurz vor dem Erklingen des solistischen Hauptthemas ein und beenden das Beispiel beim Übergang zur Dominante. Sie werden bei so häufiger Wiederholung immer wieder neue Nuancen in den einzelnen Darstellungen vernehmen. Es scheint mir, dass Eschenbach den Einsatz seines Solos im ersten Takt doch etwas zu marschmäßig, zuweilen in ganz egalen Betonungen der Viertel, versteht, vielleicht in der unbewussten Absicht, ja nicht ein Rokoko-Mozart zu präsentieren. Hier die gleiche Partie von Daniel Barenboim, der mit dem English Chamber Orchestra spielt und es auch dirigiert.
Seine Darstellung rundet den Klang mehr als die von Eschenbach, ist wohl auch beschwingter, charakterisiert die linke Hand zuweilen staccato. Ein ähnliches Tempo, aber in winzigen Zeitpartikeln rhythmisch doch ganz anders gegliedert, wählt Rudolf Serkin. Dadurch wirkt sein Einsatz deklamatorischer, beseelter, auch infolge des Pedals, aber vielleicht auch doch wieder, ohne dass hier die Charakteristik dieser Musik ganz besonders scharf profiliert erschiene. Ganz anders sein Sohn Peter Serkin mit dem English Chamber Orchestra unter Alexander Schneider. Hier wäre ein grundsätzlicher Unterschied Peter Serkins besonders zum Spiel seines Vaters zu konstatieren. Sein Staccato rechts, aber stellenweise auch links, und sein etwas rascheres Tempo verschiebt diesen Charakter zu einem rascheren, munteren Scherzando hin. Sein Spiel wirkt fast demonstrativ und jedenfalls sehr direkt. Ebenfalls etwas rascher als die meisten spielt Hepzibah Minuhin mit dem Bath Festival Orchestra unter Yehudi Minuhin. Und doch steht diese Solistin in auffallendem Gegensatz zu Peter Serkin. Die Tongebung wirkt bei ihr zarter, schwebender. Außerdem zeigt sie eine kaum merkliche Tendenz, im Tempo vorwärts zu gehen, sodass, wie der Anschlag, so auch ihr Tempo nicht klassisch streng, sondern eigentümlich frei wirkt. Am Ende dieser Reihe, die hoffentlich Ihre Geduld auf eine nicht zu harte Probe stellte, hören Sie die Solistin Alicia de la Rocha mit den Wiener Symphonikern unter Uriel Segal.
Es geht hier weit ruhiger und lyrischer zu als bei Hepzibah Menuhin. Es gibt keine Beschleunigung, obwohl das Thema auf seine Kulmination am Ende zutreibt. Vor allem aber der Anschlag Alicia de la Rochas hebt sich von den anderen ab. Er klingt zart und wie getupft. Es ist ein spielvoller Auftrieb. Als hörender Interpret, als den ich mich, wie Sie wissen, zusammen mit Ihnen verstehe, scheinen mir nur die beiden letzten Interpretationen der gezeigten Reihe das eigentlich Besondere hier zu treffen, allerdings in durchaus verschiedener Art. Hepzibah Menuhin lässt in ihrem raschen Tempo jene Schönheit im Vergehen, von der die Rede war, nur eben aufblitzen, während Alicia de la Rocha vor allem durch ihren Anschlag, der kernhaft und doch flüchtig zugleich klingt, nicht nur Mozarts Stil, sondern vor allem der Besonderheit dieses Stückes auf die Spur kommen möchte. Indessen werden damit nicht Hepzibah Menuhin und Alicia de la Rocha allgemein und grundsätzlich allen anderen vorgezogen. Eben nur in diesem Satz, vielleicht nur in diesem Augenblick, gelingt das, was der Philosoph Adorno einmal mit dem Treffen einer Schießscheibe verglich und zugleich doch als das Allerflüchtigste und Unbestimmbare bezeichnet, authentische Interpretation. Ob das nun im weiteren Verlauf anhält, ob der eine Moment des Beginns der Augenblick des ganzen Werkes ist, das muss sich ja erst erweisen. Es scheint mir aber, dass neben diesen beiden die anderen Aufführungen, die ich nannte, sich eher solide, eher verdinglicht präsentieren. Hören Sie nun ein zweites Mal den ganzen ersten Satz von Mozarts Köchelverzeichnis 459, dem Klavierkonzert in F-Dur. Es spielen Hepzibah Menuhin und das Bath Festival Orchestra unter Yehudi Menuhin.
Thank you.
Das war der erste Satz von Mozarts Klavierkonzert in F-Dur mit Hepzibah Menuhin und dem Bath Festival Orchestra unter Yehudi Menuhin. Es mag verwundern, dass ich hier nur von den Solisten, nicht von den Dirigenten rede. Das liegt indessen in der Natur der Sache. Solist und Dirigent dürfen sich in einem Solokonzert so wenig als Gegenspieler erweisen, wie, sagen wir, Konzertmeister und Dirigent. In aller Regel bestimmt bei einem Konzert der Solist ja den Weg, den die Interpretation nimmt. Falls gegensätzliche Auffassungen zwischen dem Dirigenten und dem Solisten bestehen, so ist ein vollkommen ausgeglichener Kontrapunkt zwischen den beiden zu finden, wozu allerdings oft ein viel eingehenderes Probieren, als meistens zugestanden wird, nötig wäre. In einem Solokonzert ist natürlich stets die Kadenz ein Moment, in dem man den Solisten vor allem kennenlernen kann. Wir sprachen noch nicht über Clara Haskell, deren Mozart-Spiel doch bereits Legende ist. In diesem Konzert scheint es mir, dass sie anfangs nicht derart disponiert ist, wie später in der von Mozart stammenden Kadenz. Sie muss in manchen Aufnahmen, und vielleicht liegt bei ihr auch darin ein menschlich so liebenswerter Zug, erst ganz zu sich kommen. Und das ist hier besonders in der Kadenz der Fall. Hören Sie zuerst Wladimir Ashkenazy mit der Kadenz. Sie blickt uns merkwürdig Schumannsch an. Es beschleicht mich beim Anhören die Empfindung, dass er Mozarts Musik ein wenig gefühlvoll aufhelfen will. Gleichwohl wird man sich an seiner großartigen Pianistik erfreuen. Nun gleich dagegen Clara Haskell. Auch sie ist den Rubati nicht gänzlich abgeneigt. Aber fast möchte man sagen, sie bedient sich ihrer in entgegengesetzten Sinnen wie Ashkenazy. Rubato kann bei ihr etwas wie plötzliches Zurückweichen, aber auch schneller werden bedeuten. Präsentiert sich Ashkenazy genießend, so scheint Clara Haskell vor solchem Genuss gerade zu fliehen. Sie möchte fast nie etwas unterstreichen, sondern mehr wie beiläufig aufblitzen lassen, so wie man vielleicht einen Ring drehen mag und so jäh wie flüchtig von einem Strahl des Brillanten getroffen wird. Clara Haskell werden Sie übrigens mit dem ganzen Konzert das nächste Mal hören. Hier die Mozartsche Kadenz von Clara Haskell gespielt.
könnte man nun Hepzibah Menuhin und Alicia de la Rocha Erbinnen Clara Haskills nennen? Eine solche Frage werden wir erst am Ende dieser drei Sendungen beantworten können. Vielleicht drängt sich auch die Frage auf, ob bei solchen drei weiblichen Präsentationen etwa Frauen Mozarts Geist eher auf die Spur kommen als männliche Interpreten. Diese Frage ist keinesfalls zu entscheiden. So nahe solche Pauschalurteile zuweilen auch liegen mögen, so möchte ich vor ihnen doch aufs Dringendste warnen. Schon weil es wohl feststeht, dass in der Seele jedes Menschen sogenannte männliche und weibliche Eigenschaften in immer anderer Balance wohnen. So gewiss Biografie ins Komponieren und Interpretieren eingeht, so wenig ist sie doch fast immer daraus wieder herauszulesen. Alicia de la Rochas Spiel geht nicht auf wirkungsmächtige Präsentation aus. Eher könnte man es still, zuweilen sogar abgewandt nennen. Hören Sie nun als Abschluss der heutigen Sendung den ersten Satz nun nochmals in der Darstellung durch Alicia de la Rocha mit den Wiener Symphonikern unter Uriel Segal.
Das war die erste von drei Sendungen, in denen Jürgen Ude verschiedene Aufnahmen des Klavierkonzerts F-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, Köchelverzeichnis 459, einander gegenüberstellt. Zum Abschluss hörten Sie den ersten Satz, gespielt von Alicia de la Rocha und den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Uriel Segal. SDR 2, 22 Uhr war es. Meine Damen und Herren, wir setzen den vor 14 Tagen eingeleiteten Interpretationsvergleich zwischen verschiedenen Aufnahmen von Mozarts Klavierkonzert F-Dur, Köchelverzeichnis 459, fort. Das Wort hat Jürgen Ude. Meine Zuhörer, die Melodie, mit der der zweite Satz des Mozartschen Klavierkonzert in F-Dur, Köchelverzeichnis 459, beginnt, kommt der sprachlichen Diktion sehr nahe. Sie ist wirklich eine Klangrede. Aber so unübersetzbar der Sinn dieser doch so überaus präzisen Sprache ist, so gewagt ist doch auch ein Vergleich mit sprachlicher Interpunktion. Zwar stellen die Pausen in dieser Rede gewiss Interpunktionseinschnitte dar. Sie sind zum Beispiel keinesfalls Pausen des Abbruchs, der Bestürzung oder wie so oft bei Haydn humoristischer Überraschung. Aber welche Interpunktionszeichen wären hier zu setzen? Versuchen wir es. Hinter dieser Phrase könnte ein Punkt stehen. Dagegen wäre nach der eben gehörten ein Fragezeichen anzubringen. Die Abschlusstakte danach würden ein Semikolon verlangen. Und hinter der Wiederholung mit dem Doppeldominantschluss würde man eventuell einen Punkt setzen können. Thank you.
Doch so sehr auch ein solcher Vergleich zu der Einsicht beitragen mag, dass es so etwas wie Interpunktion in der Sprache der klassischen Musik gibt, so wenig wollen doch die vorgeschlagenen Zeichen der subtilen Musiksprache Mozarts genügen. Man fragt zum Beispiel, wäre nicht der Gedankenstrich zum Beispiel angemessener als Punkt, Fragezeichen, Semikolon? Und auf diese Weise wird deutlich, dass Musik gänzlich unübersetzbar bleibt, auch in ihrer Gliederung. Und dass es immer wieder gilt, der Verdinglichung zu entkommen. Wie im Grunde kein musikalischer Ausdruck fixierbar ist, so auch im Grunde keinerlei Interpunktion. Vor allem hat ja der Interpret in einem solchen Thema die Sprache der Pausen immer aufs Neue zu erforschen und nicht nur zu fragen, was sagt eine Pause an dieser Stelle, sondern auch, was sagt sie mir heute, hier und jetzt? Und hier kommen wir eben an die Grenze unserer Arbeit in diesen Sendungen. Denn was in der Darstellung offen bleiben müsste und morgen sicherlich etwas anders wäre als heute, das Abenteuer Interpretation also, das ist in den Tonbändern zementiert, ein für allemal fixiert. Und das bleibt im Grunde der einzige Einwand gegen die bewundernswerte Vervollkommnung unserer Medien. In dem Augenblick, hier und jetzt, würde alles anders klingen. Es kommt hinzu, dass Aufnahmen den Klang weit getreuer wiederzugeben vermögen als den Nichtklang, der ja auch zur Musik gehört. Und dieser Nichtklang überträgt sich einem Konzert wohl vor allem gestisch. So will es beispielsweise mir nicht so recht gelingen, den spezifischen Sinn der Pausen in diesem Allegretto-Thema zu ergründen, den die einzelnen Interpreten hier beabsichtigen. Dafür unterscheiden sich Tempo, Rhythmik und Klang viel deutlicher. Auch Mozart ist ein Feld für historische Aufführungspraxis geworden und es ist ja nicht zu leugnen, dass diese Forschung manche Anregungen zu schlankerer, sachlicherer Darstellung Mozarts gab. Nur darf man nie meinen, so habe es geklungen. Denn es gibt in Bezug auf Tempo und Klang nur Annäherungswerte. Am meisten scheint mir aber einer dem historischen Klangbild nahestehenden Interpretation ein Umstand im Wege zu stehen, der wohl viel zu wenig beachtet wird. Das ist die heutzutage erreichte Perfektion, auf die niemand verzichten möchte. Wenn man sich nur vorstellt, wie wenig neue Werke geprobt wurden, ja, dass, wie oft bezeugt, die ausgeschriebenen Stimmen damals manchmal gerade erst unmittelbar vor der Aufführung fertig wurden, so darf man sich das Zusammenspiel und wohl überhaupt die Ausführung keineswegs besonders exakt denken. Über Interpretation als solche wurde damals nur wenig reflektiert, aber Virtuosität und Empfindung wird im 18. Jahrhundert hochgeschätzt. Dagegen ist unsere Perfektion heute eine Folge unserer Medienkultur. Und gerade sie ist geeignet, den historischen Klang weithin zu verfremden, das heißt aber zu modernisieren. Hören Sie nun zunächst den ganzen zweiten Satz des Allegretto des Klavierkonzerts in F-Dur in einer Aufführung, die dem historischen Klang auf die Spur kommen möchte. Es spielen Malcolm Birsen auf dem Hammerklavier und die English Baroque Soloists unter John Eliot Gardiner.
Das war Malcolm Bilson am Hammerklavier mit dem English Baroque Soloists. Bilson bezieht das Tempo Allegretto nicht auf die sechs Achtel, sondern auf die halben Takte, und so gerät sein Tempo sehr zügig, fast tänzerisch, und die Pausen im Thema treten in ihrer Bedeutung kaum noch hervor. Hören Sie im Gegensatz dazu Clara Haskell, die das Tempo mehr in Richtung der Achtel denkt. Ja, man hat fast einen Eindruck von retardierendem Spiel. Im Diminuendo lässt sie die Phrasen gewissermaßen in die Pausen hineingleiten, die selber sehr ausdrucksvoll wirken. Malcolm Bilsons rasches Zeitmaß hebt sich von allen anderen ab, von Haskell, Serkin, Brendel, Pollini, Eschenbach, Anda, auch Hepzibah Minuhin und La Rocha. Man vermutet wohl nicht ohne Grund, dass Mozarts eigene Tempi schneller waren, aber wohl nur in den langsameren Sätzen. Die naheliegende Folgerung, also sollten auch wir in diesem vielleicht historischen Tempi musizieren, würde ich jedoch nicht umstandslos ziehen. Tempo ist nicht ein äußeres Gefäß, sondern bildet sich von innen, ist Konsequenz aus dem Klang und dem Grad des jeweiligen Espressivos. Das haben wir in diesen Sendungen schon verschiedentlich betont. Im Falle der Verwendung des Hammerklaviers liegt die Ursache für ein rascheres Tempo natürlich nahe, wegen des viel schnelleren Verklingens des Tones. Aber das ist wohl doch nicht der einzige Grund für die Wahl dieses Zeitmaßes. Vielmehr kehren sich ja die historisierenden Interpreten gerne vom 19. Jahrhundert und seiner gern verweilenden Klangintensität ab. So gewiss von hier aus Impulse für unseren Mozart-Klang zu gewinnen sind, so sicher ist auch, dass die geschichtliche Klangerfahrung des 19. Jahrhunderts unser Hören und Spielen prägt und nicht einfach zugunsten eines vorgeblich historischen Klanges abgestreift werden kann. In Malcolm Bilsons, übrigens sehr gekonntem Spiel, wirkt das Allegretto ein wenig zu harmlos, im Charakter auf ein Scherzando hinzielend. Während der Klang des Hammerklaviers etwas von Frühe, von Kindlichkeit bewahrt, wirkt das Orchester in dieser Aufnahme leicht ein wenig zu modern und zu rundlich, etwa an der folgenden Stelle. Dagegen Alfred Brendels sehr schlichtes und dabei beseeltes Spiel, dessen Klang Neville Marriner vorbildlich mit dem der Academy of St. Martin in the Fields ausbalanciert.
Das Thema dieses Allegrettos ist, wie wir sahen, gegliederte Klangrede. Man dürfte hinzufügen, die eines Subjekts im Dialog, eines Ich mit einem Du. Und sie wird dann durch einen zweistimmigen Kanon, zuerst im Orchester, dann zwischen dem oberen und unteren Klavierpart abgelöst, also mehr einer Wir-Gestalt, auf die dann wiederum eine subjektive Antwort folgt. Das war Peter Serkin mit dem English Chamber Orchestra unter Alexander Schneider. Er nimmt die Stelle ziemlich lebhaft, zunächst tänzerisch und danach, wenn das Subjekt wieder allein redet, setzt er einige dynamische Kontraste, die den Aufschwung am Ende nicht so ganz begründen wollen. Dagegen Clara Haskill mit dem Radiosymphonieorchester Stuttgart unter Karl Schuricht. Clara Haskills Interpretation ist eine der, um Beethovens Worte zu gebrauchen, innigsten Empfindung. Sie wechselt nicht das Tempo, sie stört nicht die Balance zwischen Tanz und Deklamation und kommt so zu schöner Einfachheit und einem hier so entscheidenden Semplice-Ausdruck. Während der Reprise, die hier Steigerung ist, erscheint die gleiche kanonische Wir-Gestalt dann nochmals, nun aber nicht mehr als Kanon zu zweit, sondern zu viert. Hier beginnt die rechte Hand des Pianisten. Es folgt das Fagott, danach die Oboe und endlich noch die linke Hand des Solisten, während Streicher und Flöte den begleitenden Hintergrund bilden. Wenn dann das Subjekt, das Ich, seine Sprache wiederfindet, dann wirkt seine Reaktion noch erstaunender, verwunderter als beim ersten Mal. Hören Sie die Stelle wieder von Clara Haskill mit dem Radiosymphonieorchester Stuttgart unter Karl Schuricht. Alfred Brendel mit der Academy of St. Martin's in the Fields wird der kanonische Kontrapunkt etwas deutlicher und besonders der subjektive Abgesang danach erscheint in eindringlicher Schönheit.
deutlichsten zeichnet sich das polyphone Stimmengewebe übrigens bei Peter Serkin mit dem English Chamber Orchestra unter Alexander Schneider ab. Man kann hier wirklich jede einzelne Stimme hören verfolgen. Der Abgesang gerät, wie wir schon hörten, Peter Serkin ein wenig zu gefühlvoll, besonders wegen dem winzigen Rubato am Ende. Wie nahtlos Mozart Polyphonie und Homophonie miteinander verbindet, kann diese Stelle zeigen und wird uns noch beim letzten Satz beschäftigen. Der Einbruch des alten Stils, des Kanon- und Fugenwesens, der Mozart um 1780 widerfuhr, ist hier völlig eingeschmolzen. Seine leichte Hand beherrscht gänzlich mühelos den Stil des gesamten Jahrhunderts. Ja, er blickt schon nach vorwärts weit darüber hinaus, nämlich zu Schubert hin. Die Exposition und Reprise dieses erstaunlichen Allegrettos zeigt gegen Ende eine ausgedehntere G-Moll-Episode, an der das Orchester sich dialogisierend und klanglich unterbauend beteiligt. Gegen Schluss aber erscheint eine plötzliche, eben an Schubert gemahnende Dur-Wendung in zwei Klavier-Solotakten, die dann begleitet sich wiederholen. Der Augenblick dieses Moll-Dur ist unvergleichlich zu nennen, aber gar nicht spektakulär. Ist er, um mit Worten des von mir unvergessenen Hans Mersmann zu reden, eine lautlose Wandlung. Malcolm Bilson bemerkt offenbar diesen Zukunftston bei Mozart nicht, sondern stellt sich im Klang beim Übergang von Moll nach Dur nicht um. Alfred Brendel zeigt dagegen für diese Durwendung am Ende unseres Beispiels eine ausgesprochene Sensibilität. Wie sollte auch ein Schubert-Spezialist ein solches zukunftsweisendes Signal bei Mozart übersehen? Sie bemerken vielleicht heute, dass mir mehr darin liegt, bei Einzelheiten dieses wunderbaren Satzes zu verweilen, als Interpretationskontraste zu unterstreichen. Außerdem zwischen der historisch orientierten Darstellung und den anderen auf modernen Instrumenten. Es scheint mir, dass eben die originale Interpretation, soweit überhaupt irgend rekonstruierbar, meistens gerade nicht diejenige ist, die heute angemessen wäre. Denn das Werk ist anfangs zum Zeitpunkt seiner Komposition wohl etwas wie eine Knospe, die sich erst in der Zeit, vielleicht jahrhundertelang, zur vollen Blüte entfaltet. Das Werk selber verändert sich, sendet immer neue Strahlen aus und provoziert damit immer andere Interpretationen.
wenn wir heute zum Abschluss dieser zweiten Sendung das Konzert ganz von Clara Haskell hören, dann ist zunächst festzuhalten, dass es sich um eine alte Aufnahme aus den 50er Jahren handelt und dass hier keine sorgfältig ausgewogene Studioaufnahme, sondern ein Konzertmitschnitt aus Ludwigsburg vorliegt. Der Klang des Orchesters ist etwas flach und scharf und vermag nur noch wenig, die außerordentlichen Qualitäten Karl Schurichts zu vermitteln. Merkwürdigerweise ist andererseits der Klavierklang Clara Haskells von der alten Aufnahmetechnik nur geringfügig beeinträchtigt. Wie soll man ihr Spiel in Kürze beschreiben? In ein paar Sätzen? Ihr Mozartspiel ist nicht puristisch, nicht asketisch, nicht enthaltsam. Vielmehr bringt sie das ganze pianistische Können, die ganze Erfahrung des 19. Jahrhunderts bis hin zum Impressionismus in ihr Spiel mit ein. Ihr Pedalgebrauch zum Beispiel zeigt keinerlei stilistische Befangenheit. Die Errungenschaften klavieristischer Romantik, die Farben des Impressionismus erscheinen wie unmerklich in feinsten Stufungen. Über allem steht die Synthese, die Kategorie Mozart, der Geist seiner Musik, ihr Denken und ihr Fühlen in dieser Interpretin erzwingt. Um wenigstens auf eine Einzelheit hinzuweisen, man sollte bei Clara Haskell stets auf die Endungen hören, auf ihre Diminuendi, die sich mit winzigen Rubati verbinden können. Im Einzelnen ist Mozart gewiss Meister des Diminuendos, aber gerade auf diese Weise lebt in ihm noch der Optimismus seines Jahrhunderts, wie ihn die Zauberflöte artikuliert, die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht. Hören Sie jetzt Clara Haskell mit dem Mozartschen F-Dur-Konzert KV 459. Es spielt das Radiosymphonieorchester Stuttgart unter Karl Schuricht. Die Sätze sind Allegro, Allegretto, Allegro, Assai. Thank you.
Thank you.
Im Interpretationsvergleich Mozarts Klavierkonzert F-Dur, Köchelverzeichnis 459. Jürgen Ude stellte uns das Werk vor. Der Interpretationsvergleich wird heute in 14 Tagen fortgesetzt.